Wir haben Menschen mit kreativen Geschäftsideen gesucht, die stellvertretend für die vielen kreativen Selbstständigen und Unternehmen der Branche stehen. Wir sind Dark Horse, eine Innovationsberatung, 30 Leute aus 25 unterschiedlichen Fachbereichen. Wir beraten Unternehmen, kreativer zu werden. Wir begleiten Unternehmen dabei, neue Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Mein Name ist Wiebke Buntemeyer. Ich habe 2008 die Hamburger Schülerwerft gegründet, die sich auf die Umgestaltung von Schulen spezialisiert hat. Und ich entwickle aus einfachsten Ideen neue Flächenkonzepte für Schulen. Wir sind Spark, die klassische Band, und wir machen eine Kammermusik, die zündet. Wir vernetzen klassische Musik mit Balkanbeats, Jazzrhythmen, Movie-Sounds, Avantgarde, Art-Pop und möchten eigentlich damit klassische Musik einem möglichst breiten Publikum zugänglich machen. Wir sind die Smartwurst GmbH. Und wir haben den Wursttoaster entwickelt. Durch den Wursttoaster besteht nun die Möglichkeit, überall auf kleinstem Raum in kürzester Zeit die perfekte Bratwurst zuzubereiten. Wir veranstalten Essen an außergewöhnlichen Orten und laden Leute ein, die wir nicht kennen. Und dann kochen wir mehrgängige Menüs und schauen uns dann so an, was der Abend so bringt. Also das Underground Dinner ist jedes Mal ein Unikat. Wir suchen uns jedes Mal eine neue Location aus. Momentan befinden wir uns in der Location für unser drittes Dinner. Eine alte Garage mit Oldtimern und Reifenlagern. Wir wollen, dass sich die Leute bei unserem Essen kennenlernen, dass sich die Leute bei unserem Essen austauschen können über das Essen, über ihr Leben, was sie bewegt. Es ist so ein bisschen, man nimmt so ein Stück Esszimmer von zu Hause hierhin mit. Das Projekt ist aus Spaß am Kochen entstanden und nicht aus der Idee, Profit mit Essen zu machen. Eine Schwierigkeit war natürlich, dass wir das Essen viel zu günstig verkauft haben. Und uns da eigentlich durch den Wettbewerb auch bewusst wurde, hey, wir machen hier eine Veranstaltung, die ist so einzigartig. Also der Auslöser war, als einer der Berater gesagt hat, frag dich doch mal wirklich, was der Mehrwert deiner Unternehmung für deinen Kunden-Gast sein soll. Ich glaube, mittlerweile weiß ich, dass der Mehrwert unserer Veranstaltung ist, dass wir Menschen an einen Tisch bringen, zu gutem Essen. Und da wir eben kein Servicepersonal haben und nicht diese starren Gefüge, die es im Restaurant gibt, die Menschen die Möglichkeit auch geben, sich zu unterhalten und unglaublich interessante Gespräche zu führen. Als klassische Band passen wir ja nicht gerade so richtig in eine Schublade und das macht es uns bei klassischen Konzertveranstaltungen nicht immer ganz leicht. Und wir hatten bisher in der Akquise immer darauf gesetzt, unser Konzept zu erklären. Und da wurde uns jetzt einfach mal empfohlen, wirklich mit Konzertreferenzen, Pressereferenzen und Testimonials zu arbeiten. Also wir haben jetzt eine verbesserte Akquise, wir arbeiten an unserem Image, wir bieten uns auf anderen Märkten an und wir haben jetzt ein viel größeres Netzwerk. Ja, und dann gab es eben Spark, da gab es Underground Dinner und dabei rausgekommen ist ein ganz neues Konzertformat, nämlich Eat to the Beat. Zu der passenden Stimmung wurde dann sozusagen das passende Häppchen serviert. Zum Beispiel zu einer Musik, die besonders grooved, gab es dann ein Canapé gereicht, das besonders cruncht, wenn man kaut, eben im Beat. Und es war ein voller Erfolg. Die Leute haben es total gut aufgenommen. Und hat uns allen Heiden Spaß gemacht. Screening hört sich
erstmal an wie ein Termin zum Röntgen, aber dahinter verbirgt sich eine sehr intensive individuelle Beratung. Da ist ganz konkret die Idee und die Planung für unseren Auftritt bei der Preisverleihung rausgekommen und es steht eine Einladung nach Japan und Spanien an. Die nächste CD ist in Planung im Herbst und die nächste Taiwan-Tournee steht vor der Tür. Also in den Screenings ist ja der Bereich Dienstleistung bei mir noch erweitert worden, dass wir halt festgestellt haben, Wiebke, du musst Produkte entwickeln. Und dabei ist halt herausgekommen, dass es einfach Einzelarbeitsplätze, Gruppenarbeitsplätze für Aulen, für große Pausenflächen, für Flure, es fehlt einfach. Und so bin ich auf die Idee gekommen, okay, dann entwickle ich was ganz Neues, was es in dem Maße noch nicht gibt, was zeitgemäß ist, weil viele Sachen einfach auch aus den 70er Jahren sind und entwickle einfach diese modulare Schulmöbelkollektion. Es wird ein Stecksystem sein, das heißt, alle Sachen sind ineinander kombinierbar und das ist das Endergebnis, was jetzt nach dem Wettbewerb auch weiterläuft. Also der Wettbewerb hat mir dabei geholfen, dass das, was ich mache, anerkannt wird. Die Behörden beachten mich gerade, die Schulleiter beachten mich ganz anders und denken, Mensch, das, was die Frau wieder in Hamburg macht, das hat wohl Hand und Fuß. Die Erfolgsaussichten sehe ich bei mir sehr stark, weil es passiert gerade unheimlich viel. Also ich bin rund um die Uhr gerade im Einsatz und die Aufmerksamkeit auf die Schülerwerft wird gerade so stark gerichtet. Es ist gerade alles möglich bei mir. Denn der Wurstwurster kommt überall da zum Einsatz, wo sich ein Grill nicht lohnt oder überdimensioniert wäre. Also konkret in der Tankstelle, ich brauche da keinen Grill installieren. Brauche keine großartige Zeit, um aufzuwärmen, wie sonst die Konkurrenzprodukte. Ich stelle das Gerät auf die Theke und biete meinen Kunden einfach ganz schnell eine Bratwurst. Und vom Geschmack her ist es wirklich wie eine ganz normale Bratwurst auf dem Grill. Auch wenn die Nachfrage nur nach 6-7 Würsten am Tag ist, da lohnt sich einfach die Installation eines Grills nicht. Und genau hier soll der Wurstwurster zum Tragen kommen. Um perfekte Bratergebnisse zu erreichen, haben wir eben auch noch eine perfekt auf den Wurstwurster abgestimmte Bratwurst entwickelt, die Smartwurst. Und durch den Einsatz der Smartwurst können wir nun die Zubereitungszeit optimieren. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Wir haben uns erst eigentlich gar nicht angesprochen gefühlt von diesem Wettbewerb, denn die Worte Kultur und Kreativität, wir wussten zwar, Kreativität steckt auch in unserer Produktidee, hatten uns aber jetzt nicht in dieser Kulturlandschaft wiedergefunden, haben dann aber während des Bewerbungsverfahrens oder der ersten Gespräche relativ schnell gemerkt, dass wir doch mit unserer Idee und vor allen Dingen, wie wir sie umsetzen wollen, doch sehr gut in dieses Konzept reinpassen. Im medialen Bereich hat sich eine Menge getan. Wir standen seit dem Wettbewerb in vielen Zeitungen, hatten nette TV-Beiträge. Und im Anschluss kamen auch viele Gespräche, gerade auch, wie wir den Vertrieb aufstellen. Da hat sich letztendlich dieser Wettbewerb schon bezahlt gemacht. Zum einen wurde einem mehr Gehör geschenkt, zum anderen kamen auch Vertriebspartner auf uns zu und große Unternehmen, die wir sonst erst in einem zweiten Schritt angesprochen hätten. Wie gut gerüstet waren wir vor dem Wettbewerb? Ich würde sagen, sehr gut gerüstet, denn wir wussten schon, wo wir hinwollen, was wir wollen, was unser Konzept ist. Aber wir wussten einfach nicht, wie bringen wir das nach außen. Wie bringen wir das an die Öffentlichkeit? Wie bringen wir das auf die Straße? Wir haben uns sehr entwickelt, sind viel professioneller geworden. Und dadurch, dass man durch die Kreativpiloten auch immer so eine Austauschplattform hat, hat man eben immer den Spiegel und sieht sich nochmal so objektiv und was man vielleicht verbessern könnte. Wie können wir unsere Ideale, unseren Idealismus in Geld umsetzen? Wie zum Beispiel unsere Arbeitsform, nämlich dass wir 30 Leute sind, die in verschiedenen Fachbereichen arbeiten. Das heißt, jeder arbeitet erstmal in seinem Fachbereich weiter, arbeitet aber auch dann in bestimmten Projekten in der Agentur. Und das dann zu Geld zu machen, das war eine große Herausforderung und ist auch immer noch eine Herausforderung. Und da haben wir schon sehr viele Hinweise auch von den Kreativpiloten bekommen. Die Screenings waren immer sehr intensiv. Das war sehr gut, jemanden zu haben, der von außen einfach mal einen objektiven Blick auf uns wirft,
der uns total pusht, aber gleichzeitig uns auch hinweist so auf die Gefahren. Bei der gesamten Beratung hat mich beeindruckt die Atmosphäre auf den Workshops, vor allem der in Hof Geismar, wo das so ein schönes Zusammenspiel war zwischen den Beratern und den anderen Kreativpiloten. Also man ist wirklich sehr vertrauensvoll, respektvoll miteinander umgegangen und es war einfach alles möglich. Die Screenings sind gut, die Einzelscreenings, wo man einfach nochmal punktuell auf das aktuelle Problem oder die aktuelle Baustelle eingeht, um zu gucken, wo müssen wir Fahrtwind rausnehmen, wo müssen wir Fahrtwind reingeben oder müssen wir sogar die Richtung etwas ändern. Mal wirklich im Detail zu sehen, was gibt es noch für Ideen, wie gehen andere Leute an die Umsetzung ihrer Geschäftsidee ran? Da fand ich es einfach besonders angenehm, dass das die ganze Zeit so ein Training on the Job war. Erstmal brennt man für seinen Job sowieso. Und wir hatten auch die Gelegenheit, uns mit schwierigen Fragen zu konfrontieren in der Gruppe und hatten eigentlich immer einen Experten und Moderator an der Seite. Das ist natürlich was man im normalen Arbeitsalltag nicht hat. Also es sind Freundschaften entstanden. Freundschaften auch von Leuten, wo man am Anfang dachte, oh Gott, also gibt es da überhaupt eine Gemeinsamkeit zwischen uns? Also schon lustige Verbindung. Bei den Screenings hatten wir immer gute Gespräche und vor allen Dingen auch Punkte, die wir eigentlich schon vor uns abgeklärt hatten, die wurden nochmal angegangen, bei denen wir dachten, Mensch, da haben wir schon an alles gedacht, wurde uns doch nochmal aufgezeigt, dass wir hier nochmal Überlegungen anstellen sollten. Oder die Workshops haben mich insofern verändert, dass ich Geschäftsprozesse jetzt besser hinterfragen kann. Also dass man so ein bisschen die Grundlage und das Handwerkszeug bekommt, um auch Probleme und Situationen besser zu hinterfragen und zu analysieren und somit auch viel besser lösen zu können. Ich würde die Teilnahme an dem Wettbewerb Menschen empfehlen, die wirklich an ihre Idee glauben und alles dafür tun würden, diese Idee auch umzusetzen. Alle Kreativen, die finden, dass das Bild aus der Romantik vom armen Künstler nicht mehr zeitgemäß ist. Einfach Mut haben, bewerben und profitieren.